15. September 2009 haben die Duisburger Philharmoniker ihren Weblog in die Welt gesetzt mit dem Namen Da Capo. Ich glaube, wir haben an diesem Tag um 11.11 Uhr übrigens eine neue Ära der Kommunikation für Orchester entwickelt. Wir haben hier die Möglichkeit, Fotos, Berichte unserer Musiker, Mitschnitte von Konzerten, demnächst auch, die Technik gibt das her, Livestreams, also Konzerte live ins Netz zu setzen, sodass Sie als Publikum uns miterleben können am Rechner. Das ist eine ganz neue Art und Weise, sich mit dem Publikum, mit dem neuen Publikum in Verbindung zu setzen. Und was wir alle nicht erwartet haben, ist wahr geworden. Es gibt ein unglaubliches Interesse an dieser Art der Kommunikation. Dafür bedanke ich mich zunächst bei Ihnen allen, die Sie uns verfolgen, und bei Professor Christoph Breidenich, Frank Tendler und Laszlo Kerekes, die uns überhaupt auf diese Idee gebracht haben, mit der Welt am Netz uns in Verbindung zu setzen. In der letzten Zeit, seitdem wir unser Projekt Philharmonie 2.0 im Netz aufgelegt haben, habe ich mich natürlich intensiv damit beschäftigt, was die Kollegen dort tun, und gesehen, dass eine ganze Reihe von Orchestern langsam diesen Weg der Kommunikation aufnehmen. Aber die Möglichkeiten sind ja noch nicht erschöpft, und deshalb hat unser Webteam eine neue Form der Kommunikation für uns aufgelegt. Ab Januar 2009 wird es das Microblog Intendant geben. Und da werde ich ein paar Hintergrundinformationen über die Duisburger Philharmoniker geben, Ihnen unsere Gedanken und unsere Vorstellungen für die Zukunft, neue Projekte ein bisschen ausführlicher vorstellen. Es würde mich sehr freuen, wenn wir in einen regen Dialog darüber einsteigen könnten und wenn das bei Ihnen Interesse und Begeisterung für die klassische Musik wecken kann. Mir persönlich ist an diesem Philharmonie 2.0 Projekt sehr wichtig, dass wir damit neue Zielgruppen erreichen können. Ich glaube, wir können in Kontakt treten, insbesondere mit Kindern und Jugendlichen, die sonst sehr schwer für uns zu erreichen sind, und bei denen möchten wir Begeisterung für die klassische Musik wecken. Das interaktive Web 2.0 ist für uns eine ganz neue Herausforderung. Wir wissen noch nicht, was die Zukunft bringen wird, aber wir werden fleißig weiter daran arbeiten. Und deshalb freue ich mich, gemeinsam mit den Musikern der Duisburger Philharmoniker auf diesem Weg weiterzugehen. Und wir sind alle sehr gespannt, was das nächste Jahr im Web 2.0 für uns bringen wird.